Max Weber Leben. Karl Emil Maximilian Weber wird am 21. April 1864 im thüringischen Erfurt als erstes von 8 Kindern geboren. 1868 wird sein Bruder Alfred Weber geboren, der ebenfalls Soziologe wird. 1869 ziehen Dr. Jur Max Weber Senior und Helene Weber, geborene Fallenstein, nach Berlin, um, wo der Vater Stadtrat wird und Karriere in der Nationalen Partei als Abgeordneter zunächst im preußischen Abgeordnetenhaus und anschließend im Deutschen Reichstag macht. Während Max Weber Junior mit seinem Vater eine konfliktreiche Beziehung führt, bleibt er mit seiner Mutter Helene sein Leben lang eng verbunden. 1882 macht Max Weber Abitur und nimmt ein Studium der Jurisprudenz, Geschichte, Nationalökonomie und Philosophie an der Universität Heidelberg auf. Hier wird er Mitglied der studentischen Burschenschaft Alemannia zu Heidelberg. Weber zeigt sich von den männerbündnerischen Ritualen sehr angetan. Er unterbricht sein Studium nach 3 Semestern für den einjährigen freiwilligen Militärdienst in Straßburg, wo er zum Reserveoffizier ausgebildet wird, um es anschließend in Berlin und Göttingen fortzusetzen. 1886 besteht er dort das Examen als Jurist. In das Berliner Elternhaus zurückgekehrt, studiert er weiter und promoviert 1889 mit Magna Cum Laude bei Levin Goldschmidt. Bereits 1891 erfolgt die Habilitation bei August Meitzen. 1892 heiratet er Marianne Schnittger, die nicht nur sein Leben lang an seiner Seite steht, sondern sich auch selbst wissenschaftlich betätigt. Vorträge hält und publiziert, vor allem über die damals virulent werdende Frauenfrage. 1894 wird Max Weber auf einen Lehrstuhl für Nationalökonomie an der Universität Freiburg berufen. 1896 nimmt er einen Beruf an der Universität Heidelberg an. 2 Jahre später erleidet Max Weber einen Zusammenbruch, dem ein längerer Sanatoriumsaufenthalt folgt. Chronische Schlaflosigkeit, eine ständige innere Unruhe und die Folge der Medikamente, mit denen die Beschwerden bekämpft werden, hindern ihn zunehmend an seiner Arbeit. Im Jahr 1903 zieht er daraus die Konsequenzen und legt sein Professorenamt nieder. Fortan ist er nur mehr Honorarprofessor mit Lehrauftrag ohne Promotionsrecht, was durchaus auch finanzielle Konsequenzen hat. An einen großbürgerlichen Lebensstil gewöhnt, erleben die Webers auch magere Jahre mit finanziellen Sorgen, die zunächst durch immer neue pekuniäre Zuwendungen durch die Mutter Helene Weber aufgefangen und schließlich durch eine Erbschaft beendet werden. 1904 unternehmen Marianne und Max Weber eine Amerikareise, die unter anderem für Webers Bild des Puritanismus wichtiges Anschauungsmaterial Anschauungsmaterial bietet. Im gleichen Jahr übernimmt er gemeinsam mit Werner Sombart und Edgar Schaffé die Herausgabe der Zeitschrift Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1909 gründet er mit Werner Sombart.